Mutter war dagegen, sie hatte nur Vaters Segen. Die Zukunft war verschwommen, vor den Augen schwarzer Nebel. Heiratet aus Liebe, sucht nur seelischen Frieden. Doch du hast deine Tochter aus der ersten Ehe verschwiegen. Du kranker Mensch, hast deine Lügen fast schon selber geglaubt und hast das Kind geleugnet, sie als kleine Schwester verkauft. Ihr habt der Mutter ihre Tochter aus den Händen gerissen. Sie erpresst mit Gerüchten, ohne schlechtem Gewissen. Anis hat sie geliebt, sie hat sie gut behandelt. Mit Herz um sie gekümmert wie eine Blutsverwandte. Für dich war das selbstverständlich, du hast sie allein gelassen. Wohnung putzen, Essen machen, freundlich lächeln, Kleidung waschen. Für doppelten Haushalt deine Eltern und Brüder. Ließ sie den ganzen Tag bei denen, aber ging selber nicht rüber. Deine Mutter gab ihr zur Familie ihr Kontaktverbot. Ihr Unterdrücker, was habt ihr nicht alles angedroht? Du hast bei jedem Rapper vor der Kamera geblasen. Parallel hat deine Mom sie in der Schwangerschaft geschlagen. Sie beschimpft, sie bestraft, sie verwundet, sie gebrochen. Ihr das Herz rausgerissen wie die Fussel von den Socken. Sie war schwach, was sie fühlte war kein Liebeskummer. Alim, sie war nicht mehr deine Frau, sondern nur Schwiegermutter Sklavin. Es war als wäre sie lebend in Jahannam gefangen. Sie hat die Welt nicht verstanden, geplagt von Selbstmordgedanken. Da könnt ihr noch in tausend Statements ihre Worte verdrehen. Doch eure Mutter wollte Anis mit Druck das Sorgerecht nehmen. Sie rannte aus der Wohnung, sah nur noch das Scheinwerferlicht. Der Tod war besser als zurück, wenn man am Leiden zerbricht. Der Wagen hat gebremst, es hat sich offenbart. Ihre Zeit war nicht gekommen, das war nicht Gottes Plan. Sie ging nie wieder zurück in dieses Elternhaus Österreich. Ein Mädchen schafft es aus dem Keller raus. Kurz darauf sind sie nach Deutschland gezogen. Abonnenten stiegen, langsam wurde Mäus abgehoben. Sie hatte keine Küche und nicht einmal Bodenmatratzen. Du hast sie ganz alleine schwanger in der Wohnung gelassen. Keine Freunde, keine Family, so weit von der Heimat. Sie hat den 20. Geburtstag ganz alleine gefeiert. Keine Krankenversicherung, keine Arztbesuche. Für ein gesundes Kind gebetet, Schmerzen in der Magengrube. Mers, Bottrop, Köln, Oberhausen. Du konntest dir Balenciaga, aber ihr kein Sofa kaufen. Family Fest, du Heuchler, sie hat Möbel aus Kartons gebastelt. Währenddessen hast du für Fake Friends und Restaurants gehustelt. In der Anfangszeit nicht mal eine Küche besorgt. Sie musste immer wieder betteln für ein bisschen Support. Keine dieser Absteigen war kindgerecht. Doch du stellst dich als Messias da im Internet. Ihr habt mit deinen Brüdern in vier Wänden gelebt. Einfach zu fünft im Apartment wie eine Studenten-WG. Ihr habt euch breit gemacht, sie durfte nicht ihr Zimmer verlassen. Höchstens zum Saubermachen, Kochen oder Kinder zu waschen. Du hast fremde Männer in dein Haus gebracht. Sie hat nachts gekocht, ist extra für euch aufgewacht. Als Dankeschön hast du ihr ins Gesicht geschlagen. 3 Uhr nachts und ungeduscht, normal wollt sie nicht mit dir schlafen. Du hast sie gezwungen zu Sex mit häuslicher Gewalt. Hundesohn und selbsternannter Gott in teuflischer Gestalt. Sie hat alles gegeben, doch kein Respekt gekriegt. Das wär alles nicht passiert, hätt Abu selbst die Hundescheiße weggewischt. Du hältst Leute auf, die deine Family bedrohen. Hinterließ verbrannte Erde, bist nach Belgien geflohen. Weil du jeden hintergehst, bringst die Kinder in Gefahr. Lässt Attila einfach da, mach's bei Instagram auf Star. Belgien, Braunschweig, Karst, Ratingen. Fehler machen, weglaufen, nie etwas begradigen. Deine Eltern drohen Anis mit Blut, Rache, Mord. Sagt es selber, dass dein Vater sie am Flughafen stalkt. Deine Feinde, deine Brüder, deine Eltern, deine Taten, deine Lügen, deine Drogen, deine Schläge. 7 Jahre eines Tages, Goldman Tower, Pilze rauben dein Verstand. Fährst nach Hause völlig drunk, dann erhebst du deine Hand. Das im Beisein der Kinder, sie musste Todesangst haben. Hast ihr die Luft abgeschnürt, Kopf auf den Boden geschlagen. Tränen sind geflossen, Ehemann besoffen und auf Pilze, sie hat schon mit ihrem Leben abgeschlossen. Wie vom Hasatan besessen, wollte es in den Wahn zu stechen. Laute Schreie, die Nachbarn konnten sie gerade retten, kurz vor Kapitalverbrechen. Verrat mir mal die Atemtechnik, wie soll man im Begriff Shahada sprechen? 7 Jahre Folter, ständig Dauer, Stress und Krieg. That's the sound of the police, wenn du in Braunschweig Messer ziehst. Schämst du dich nicht, wenn du ihre blauen Flecken siehst? Der Kanal hätte heißen müssen, How I Slept Anis.